Liebe Freunde, liebe Abonnenten, es ist soweit. 700 Abonnenten sind geschafft. Ja? 700 Abonnenten, das ist vielleicht jetzt für manche nicht viel, weil er sagt, naja, es gibt da welche, die haben 1 Million Abonnenten. Aber der Weg ist ja noch lang und noch ist noch nicht aller Tage Abend. Und es geht ja weiter, das Thema. Aber was natürlich immer interessant ist, wenn man so kleine Etappen erreicht hat, einfach mal Resümee ziehen und vielleicht auch mal der Welt da draußen erklären, wie ist denn eigentlich derjenige, der den Kanal macht, dazu gekommen, es so zu tun, wie er es tut und warum macht er das überhaupt? Und da bietet sich natürlich so eine Zahl wie 700 Abonnenten irgendwo an, das Ganze mal ein bisschen zu erklären. Also. Wie bin ich denn eigentlich zu dem Thema After Effects etc. gekommen? Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir fangen einfach mal bei Adam und Eva an. Und zwar war das im Grunde im Jahre 2008. Das ist jetzt schon eine halbe Ewigkeit her. Da war ich zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeitslos und habe versucht, über gewisse Maßnahmen, damals war ja HTML, ja, also ein Thema, also wie macht man denn Webseiten? Und weil ich eine Domain hatte und eigentlich schon immer mal irgendwas mit Webdesign machen wollte, ja, vielleicht hobbymäßig oder vielleicht auch irgendwie im Beruf, habe ich mir gedacht, okay, das Arbeitsamt oder die Arbeitsagentur, wie sie damals auch schon hieß, bietet ja unter anderem an, zu sagen, hey, wenn du dich weiterentwickeln willst, gibt es ja die Möglichkeit, irgendwas zu fördern. So, ich also zum Arbeitsamt, zu meinem Betreuer. Ja, Betreuer, heißt es Betreuer, ich weiß nicht, Kundenbetreuer, weiß nicht, keine Ahnung, ich will hier niemanden ans Bein pissen. Aber zu dem oder zu derjenigen bin ich dann hin und habe gesagt, hey Leute, ich würde gerne mal irgendwas mit Webdesign oder so machen, fördert ihr das? Dann sagte diejenige damals, nö, wir fördern nur das, was sie schon können. Ja, etwas überspitzt ausgedrückt, ich komme eigentlich aus der IT, aus dem Account Management, das heißt, also ich habe für große Firmen gearbeitet, unter anderem NTT. Wer das nicht kennt, der kann es mal googeln, NTT, japanische Telekom, und habe gesagt, ja, das bringt mir jetzt eigentlich relativ wenig, wenn ich genau das lerne, was ich schon kann, nämlich Marketing und Vertrieb. Aber genau das fördern wir. Also habe ich gesagt, in Gottes Namen, dann machen wir halt da eine Auffrischung, dann habe ich ein Blatt Papier, wo drauf steht, also ich kann Marketing und Vertrieb. Gut, also habe ich gesagt, machen wir das. Das Interessante war, dass in diesem Lehrplan unter anderem Videoschnitt, Videobearbeitung, Mediendesign, Webdesign ein Teil war. Es war der Teil Marketing und da gehört eben das anscheinend mit dazu. Zumindest laut der Idee der Arbeitsagentur. Und die haben dann gesagt, also dann machst du halt diesen Lehrgang. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich, ist überhaupt kein Thema. Also ich zu diesem Lehrgang gelatscht und 3 Monate lang Marketing und Vertrieb gelernt, was ich vorher schon konnte, aber das macht ja nichts. Aber das Thema Webdesign, HTML etc., da habe ich dann so meine ersten Schritte gemacht. Unter anderem mit Premiere CS2 war das damals, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, also eine relativ alte Version von Premiere, aber es hat mir Spaß gemacht. Da habe ich gesagt, hey, das ist doch ein Thema, da könnte man sich doch länger damit beschäftigen. Also ich, frohen Mutes, mal bei Adobe geguckt, ja, die Firma kannte ich ja bis dahin noch gar nicht, und habe gesagt, ja, also Leute, wie schaut es da aus? Bin auf der Webseite und habe also da gesehen, die Master Collection CS4. Ja, und habe mir gedacht, naja, vielleicht willst du auch das ein oder andere machen, was damit dabei ist, also kaufst du dir die Master Collection CS4. Und das waren halt damals 4.500 Euro. Ja, aber was soll's, man ist jung. Damals war ich ja 33 Jahre alt, das heißt also, ich war noch in der Blüte meiner Jahre und habe gesagt, okay, das mache ich jetzt. Gut, also habe ich mir die CS4 gekauft, habe das installiert, das war ein Riesenproblem, weil damals hat sich dann auch noch mein DVD-Laufwerk verabschiedet. Naja, wie dem auch sei, ich habe es dann installiert und habe dann mal angefangen, die einzelnen Programme durchzuklicken. Ja, unter anderem war ja da damals dann eben auch der Dreamweaver mit dabei. Und ich dachte, yeah, super, Webdesign, das ist überhaupt kein Thema, das machst du jetzt. Also ich das erste Programm aufgemacht, Dreamweaver, ein bisschen drin rumgeklickt und festgestellt, scheiße, ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Das nächste Programm geöffnet, ich glaube, das war dann Flash. Wieder ein bisschen rumgeklickt, keine Ahnung. Ja, war mal wieder scheiße. Also 4.500 Euro und jetzt weißt du nicht, was du tun sollst damit. Dann habe ich allerdings eine glückliche Fügung, und zwar, ich habe dann Photoshop geöffnet. Ja. Und das Programm war dann am Anfang doch relativ leicht erklärt. Das heißt selbsterklärend, und da hatte man dann zumindest die Möglichkeit, ein bisschen was zu tun, nämlich, weil ich ja gerne fotografiert habe, auch
dann Fotos zu bearbeiten. Das nächste, was ich gemacht habe, weil ich dann gesehen habe, jetzt habe ich Photoshop, aber keine Kamera, bin zum Mediamarkt gedackelt und habe mir da damals die Nikon D90 gekauft, auch für 1100 Euro mit dem Objektiv. Ja, also langsam wurden meine finanziellen Mittel dann weniger, und hatte also dann eine Kamera, Photoshop. Also da habe ich da ein bisschen rumgebastelt. Ja, es hat recht gut funktioniert, es hat auch Spaß gemacht, ich habe sehr viel fotografiert, aber am Ende des Tages war es halt nur Spielerei. Ja. Ich hatte aber immer noch diese Adobe Master Collection CS4 für 4.500 Euro und musste ja irgendwie weiterkommen. Also habe ich dann nochmal Flash versucht zu verstehen und dann zum ersten Mal auf YouTube und ein Tutorial gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das ist ja gar nicht so schlecht. Vielleicht kannst du da die anderen Programme ja auch irgendwie ein bisschen lernen. Ja? Unter anderem eben Premiere damals. After Effects habe ich nie verstanden. Also es war für mich spanische Dörfer. Ich habe nicht gewusst, was das soll. Ich habe einfach nicht gewusst, dass man da eine Komposition anlegen muss, um irgendwas zu tun. Das war schon mal das größte Problem. Also habe ich es auch wieder gelassen. Habe dann relativ viel dann mit Premiere gemacht, habe halt Videos gemacht, unter anderem Wetteraufnahmen, also Zeitraffer von Gewittern etc. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann im Jahr 2009, Ende 2009, habe ich gesagt, ja, okay, also ich kann mir zwar jetzt mit Tutorials halt irgendwas beibringen, aber es wäre halt nicht schlecht, wenn ich da irgendwie eine Ausbildung machen könnte. Ja? Mit 34 Jahren noch eine Ausbildung, man kann sich vorstellen, wie das dann in den Bewerbungsgesprächen, wenn man denn überhaupt so weit gekommen ist, oder bei den Bewerbungen ausgeschaut hat. Also es hat einfach nicht funktioniert. Keiner wollte mich ausbilden. Ja? Kann man natürlich verstehen, weil mein Lebenslauf ja eigentlich ganz was anderes ausgesagt hat. Aber trotzdem, ich fand es schade, dass sich keine Firma bereit erklärt hat, mich auszubilden. Ja, muss ich jedem, der da draußen einfach mal war, sagen, ja, schlecht. Ja, aber ich machte das mit jungen Leuten nicht genauso. Im Jahr 2010, als das Ganze wieder nicht funktioniert hat, habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich halt meinen eigenen YouTube-Kanal. Ja, was soll's, jeder hat einen YouTube-Kanal, mache halt auch irgendwas mit YouTube. Also habe ich die ersten Videos reingestellt, das war am Anfang irgendwie Blödsinn, ja, weil ich einfach auch überhaupt noch nicht so richtig verstanden habe, wie die einzelnen Programme denn überhaupt funktionieren. Von Design hatte ich ja auch keine Ahnung, also es hat ja alles irgendwie ausgeschaut wie, ja, was weiß ich, also wenn man mal meine ersten Videos anguckt aus dem Jahr 2010, dann versteht man, dass der Weg dann ein weiter war. Ja, also von damals zu heute sind schon Unterschiede vorhanden, muss man schon sagen. Was ich dann parallel gemacht habe, weil das ja irgendwie alles mit der Software und Weisheit nicht verstanden habe, ich habe dann einen Tisch gebaut. Ja, ist vielleicht auch so eine Story, da wo könnte man eigentlich schon einen eigenen Blog draus machen. Ein Tisch aus Zirbenholz, wer nicht weiß, was Zirbenholz ist, der guckt einfach mal bei Wikipedia, das sind ganz spezielle Kiefern. Diesen Tisch gebaut mit einer LED-Beleuchtung, LED-Rückbeleuchtung, um dann Folien von hinten zu beleuchten. Eigentlich war das als Bilderrahmen gedacht. Jetzt gibt es das ja überall zu kaufen, als Alu, Schiene etc. Aber auch Zirbenholz könnte interessant sein, weil Zirbenholz ja auch einen homöopathischen Hintergrund hat. Aber der Tisch hat einfach so scheiße ausgeschaut, dass mir dann hinterher auch klar war, dass das so nicht funktionieren kann. Also auch der Tisch war dann ein nicht großer Erfolg, aber jetzt steht er im Schlafzimmer, was heißt, da steht er gut. Im Jahr 2011 dann der Versuch über den Vertrieb, weil ich ja Account Management gemacht habe, also Vertrieb bin ich ja, also kann ich sagen, schon Profi. Aber da kannst du halt vielleicht über diese Vertriebsschiene dann in diese Branche reinkommen. Das hat auch mehr ja, so oder so funktioniert. Das Thema war eigentlich immer, dass wenn du dich irgendwo bewirbst bei großen Firmen, die erwarten halt, wenn du eine bestimmte Position ausfüllst, ein Studium, Betriebswirtschaftslehre oder was auch immer, das habe ich einfach nicht. Ja. Also ich habe die Zeit, die ich damals hatte, um zu studieren, habe ich mit Fußball verbracht. Ja. Fußball konnte ich gut, habe auch hochklassig gespielt, aber zum Profi hat es dann doch nicht gereicht. Insofern kann man sagen, hätte ich lieber studiert. Ja, aber was soll's? Ja? Man macht halt das ein oder andere, aber zum Überlegen und auch Grämen, dass man was falsch gemacht hat, war keine Zeit, weil das Ziel war ja, diese Programme so gut zu beherrschen, um irgendwann mal das beruflich zu machen. Also weiter im Programm. Im Jahr 2012 hatte ich dann eine kleine Krise. Da habe ich dann gesagt, LMAA. Ja? Da habe ich gesagt, jetzt, wo ich nicht das machen kann, was ich eigentlich will, mag ich eigentlich gar nichts mehr machen. Ja, also habe ich eine Zeit lang zu Hause gesessen und habe mir Gedanken darüber gemacht, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann habe ich halt angefangen, kontinuierlich zu sagen, okay, ein bisschen was kannst du ja schon, machst halt auch Tutorials. Ja? Und
und habe dann eben versucht, das, was ich schon wusste, irgendwo zu transportieren. Ich habe dann auch ein bisschen aufgerüstet, Video Copilot, Chapcode, einfach mal ein paar so Plugins gekauft, die erleichtert das Arbeiten ungemein. Da kann man dann schon lustigere Sachen machen, das schaut dann auch schon toll aus. Und dann 2012 so in die Richtung mehr dann auch Design gelernt, Farbenlehre etc. Welche Farben passt zusammen, welche nicht, weil das wusste ich ja bis dato auch nicht. Meines Erachtens war ich immer farbenblind, ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch kein Talent gehabt, aber es gibt halt für alles eine Regel und wenn man die Regeln befolgt, dann wird es schon besser. Ja? 2013 dann ein großer Durchbruch, die ersten Auftragsarbeiten für Unternehmen, die gesagt haben, mach mal was für uns und das hat dann auch gepasst. Also war die Qualität dessen, was ich gemacht habe, eigentlich schon auf einem Gebiet, oder auf einem Niveau, wo man sagen konnte, ja gut, eigentlich kannst du jetzt schon professionell arbeiten und eigentlich könntest du jetzt schon nach außen gehen. Aber da ich so eine leichte Ader habe, das habe ich dann im Laufe der Zeit auch lernen müssen, weil am Anfang war ich immer sehr davon überzeugt, dass mein Zeug das Beste ist, was es gibt. Ja? Hatte keine Kritikfähigkeit in mir selber. Ich war immer der Meinung, das, was ich mache, ist toll. Und wenn mich jemand kritisiert hat, habe ich gesagt, leck mir am Arsch. Ja? War natürlich ein Riesenfehler. Dieser Lernprozess musste dann auch nochmal erarbeitet werden, um eben zu sehen, okay, du bist eigentlich scheiße und im Grunde geht es darum, besser zu werden. Und dieses Besserwerden, das ist halt jetzt so mein Credo, einfach zu sagen, okay, wie kann ich denn eigentlich so gut werden, dass das, was ich mache, auch Industriestandard ist. Ja? Weil es gibt eben bestimmte Regeln, das ist beim Ausspielen von Videos zum Beispiel, von der Produktion über DVD, Blu-ray etc., da fehlen noch ein paar Sachen, die muss ich noch lernen, aber es ist ja auf einem guten Weg. Denn im Jahr 2014 und jetzt gerade habe ich es geschafft, ich habe einen Job in diesem Bereich. Ja? Das heißt also, jemand hat mich wirklich angestellt und hat gesagt, du machst es jetzt. Ja? Natürlich ist es jetzt auch wieder mit Lernen verbunden, denn wenn du immer selber rumwurstelst, dann musst du halt auf niemanden Acht geben. Aber wenn du mal in einer Firma arbeitest, dann ist dieses Teamwork oder die Zusammenarbeit mit anderen eigentlich das A und O. Und das ist halt jetzt das, was ich jetzt lernen muss, dass ich nicht mehr das mache, auf was ich Lust habe, sondern das tue, was andere zu mir sagen. Aber das, da gibt es einen schönen Spruch, wer führen will, muss lernen zu dienen. Und da geht es hauptsächlich darum zu sagen, okay, ich muss erstmal das machen, was andere mir sagen, damit ich irgendwann mal irgendjemandem sagen kann, was er tun soll. Und genau das wird jetzt momentan gemacht. Ja, also das ist jetzt einmal die Kurzchronologie von 2008 bis 2014. Das ist ein ongoing project, wenn man so schön sagt, das ist nicht vorbei, sondern im Grunde wird es mich mein ganzes Leben noch begleiten und ich hoffe, dass ich dann im Laufe der Zeit irgendwann mal so gut bin, dass Leute auf der Straße mich ansprechen und sagen, hey, ich kenne dich nicht. Ja, das wäre so mein größter Wunsch und das war es jetzt eigentlich schon, mein erster V-Block. Ich habe keine Ahnung, oder V-Log oder V-Log, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich ausspricht, ist egal, aber jeder macht es, also mache ich das auch. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Jetzt muss ich mir nur noch ein lustiges Bild ausdenken, weil der Desktop, ich glaube, der ist nicht so toll. Also macht es gut und viel Spaß noch und freut mich auf jeden Fall, dass mich jemand abonniert hat. Ja, 700, ich weiß nicht, ob es euch alle gibt, aber dies gibt. Da freut es mich, dass ihr mich abonniert habt und vielleicht das nächste Großziel ist jetzt 1000 Abonnenten. Ist noch ein langer Weg, muss mal gucken, was man da an der Geschichte noch ändern muss, damit das Ganze ein bisschen breitenwirksamer wird. Vielleicht mache ich einfach zu viel Bullshit. Ja. Ich denke, ich muss mir mal Gedanken darüber machen, wie man das Ganze geiler macht, wie man so schön sagt. Inflationärer Begriff, geil. Ja, was ist geil? Früher hat es einen anderen Hintergrund gehabt, jetzt ist es eigentlich alles. Und genau da muss es halt hin, dass halt mehr Leute das toll finden. Mal gucken, ob ich das schaffe. Aber wie gesagt, ongoing project. So, und jetzt ist Schluss. Jetzt mache ich Schluss, weil ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Mein Zettel ist auch leer. Geht unten immer weiter. Keine Ahnung, jetzt da weißes Blatt vielleicht. Nee, also ich erfinde jetzt nicht irgendeinen Schmarrn, sondern ich höre jetzt einfach auf. Ciao.